Ich bin Rechtsanwalt Vicky Schadder, Inhaber der Kanzlei Schadder Law. Mich findet ihr im Startblock in Wiesbaden. Ich berate neben Sabbat Media andere Startups halt in Fragen der Vertragsgestaltung, AGB-Gestaltung, aber auch IT-Recht, Urheberrecht, Markenrecht, gewerbliches Rechtsschutz und vor allen Dingen Datenschutzrecht. Und da sind wir heute. Na gut, das wären die einzelnen kleinen Sachen sein, die wir jetzt hier im Rahmen dieses Formats kurz anreißen können, denn ich kann nicht versprechen, jeder dieser einzelnen Punkte könnte ich mit Ihnen einen ganzen Abend lang besprechen. Da gibt es echt, das Fass ist unheimlich breit und tief. Fangen wir doch direkt mal erstmal an. Sobald man Google verwenden möchte, muss man sich fragen, ist überhaupt das Datenschutzrecht anwendbar? Wenn ich jetzt zum Beispiel Google-Sachen oder Google-Cloud-Sachen nur verwende, um irgendwas Technisches zu machen, wo überhaupt keine personenbezogenen Daten gebraucht werden, dann bin ich außen vor, was das Datenschutz anregt. Erst dann wird Datenschutz im Prinzip anwendbar, wenn es um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, und zwar nur von natürlichen Personen, also nicht etwa Unternehmensdaten, das ist nicht geschützt, nur die Daten von natürlichen Personen, wenn man die verarbeitet, dann greift das Datenschutzrecht. Die Personen müssen zumindest identifizierbar sein, etwa über die IP-Adresse. Jedenfalls aber, wenn Personenstammdaten genannt werden in den einzelnen Dokumenten oder in den einzelnen Programmierungen, was auch immer, Name, Geburtstag, Kontaktdaten etc. pp., sind wir im Datenschutz einschlägig. Wenn Sie es irgendwie vermeiden können, dass personenbezogene Daten verwendet werden, sind Sie fein raus. Wenn nicht, sind Sie hier drin. Gehen wir weiter. Grundsatz für die Datenverarbeitung. Also das Wichtigste ist, grundsätzlich ist Datenverarbeitung verboten, es sei denn, es liegen ein, zwei Erlaubnistatbestände vor, so nennt das der Gesetzgeber. Wichtig ist hier in diesem Zusammenhang die Einwilligung. Das heißt, man muss aber, bevor man die Einwilligung von dem jemals Betroffenen einholt, den Betroffenen wirklich umfassend aufklären. Was sammelt man von ihm? Weswegen? Und daneben ist dabei zu beachten, man muss auf Datensparsamkeit achten. Das heißt, ich darf nicht mehr Daten sammeln, als ich für den jeweils angegebenen Zweck wirklich brauche. Sage ich zum Beispiel, ich brauche deine Daten, um einen Vertrag quasi mit dir zu schließen, dann darf ich seinen Namen haben, dann darf ich seine Telefonnummer vielleicht haben, seine E-Mail-Adresse, seine Adresse, gleich. Und meinetwegen vielleicht noch das Geburtsdatum, um zu sagen, Peter Müller, das ist der 18.02. Geborene, anders als Peter Müller, der am 19.02. geboren ist. Bitte. Ja, was ja oft angegeben wird als Grund, ja, wir wollen das System optimieren für unseren Kunden. System optimieren. Systemoptimierung, muss das mit Personendaten passieren oder kann ich das System auch technisch optimieren? Ja, also soweit ich im Prinzip Optimierungen vornehmen möchte, ist das eigentlich, wenn es wirklich tatsächlich der wahre Grund ist, ist das zweckmäßig. Es sei denn, ich schiebe das vor, dann könnten wir uns über eher Datenschutzverstoß unterhalten. Also Optimierungsprozesse sind legitim, man muss es aber natürlich anzeigen und die Erlaubnis der Betroffenen einholen, dann ist es in Ordnung. Wichtig ist, der Betroffene, sobald er aufgeklärt ist über jeden Zweck, den ich habe und er kriegt einen Einwilligungstext und dieser Einwilligungstext, da sagt die DSGVO, der muss einfach in einer guten Sprache verfasst sein, also nicht in Juristendeutsch, dass derjenige, der einwilligt, auch weiß, was er da tut. Sobald er am besten in einem Opt-in oder mit einer Unterschrift seine Einwilligung gibt, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Na gut, also jedenfalls, sobald der Betroffene informiert ist und entweder eine Einwilligung vorliegt oder man aber die Daten zum Beispiel für Vertragszwecke braucht, kann man die Daten sammeln und verarbeiten. Gerade jetzt aber bei Google ist es so, dass wir nicht in Deutschland sind, weil Google speichert seine Daten nicht in Deutschland, sondern eigentlich eher weltweit und insbesondere in Amerika. Deswegen landen wir hier auch gleichzeitig in die Problematik von Übermittlung von Daten in Drittstaaten. Da ist es so, dass sowohl die jetzige Bundesdatenschutzgesetz-Angelegenheit beziehungsweise Bundesdatenschutzrecht jetzt und aber auch in Zukunft die DSGVO auch da wieder sagt, wenn in den betroffenen Drittland kein gleichwertiger Datenschutzniveau vorhanden ist, ist die Übertragung von Daten dort in den Drittländern verboten. Und ich kann Ihnen versprechen, außerhalb der EU wird es fast auf der ganzen Welt eher etwas schwierig werden. Sprich,
Man muss auf eine dieser Ausnahmen kommen, die dann im Prinzip das Gesetz vorsieht. Das Gesetz erwähnt unter anderem zum Beispiel Abkommen zwischen der EU und dem jeweiligen Drittland. Hier vor allen Dingen das EU-US Privacy Shield. In diesem Privacy Shield, was 2016 geschlossen wurde, hat im Prinzip die EU-Kommission mit der amerikanischen Regierung vereinbart, dass dort die Rechte von europäischen Bürgern beachtet werden, indem Rechtsmittel eingeführt werden, indem ein Ombudsmann installiert wird. Das ist zwar noch nicht richtig passiert. Jedenfalls ein Ombudsmann installiert wird, der soweit im Prinzip sich jemand da meldet und an Datenschutzverstoß vermutet, dass der im Prinzip etwaige Verfahren einleiten kann, dass man auch Unternehmen bestrafen kann, etc. Und dieses EU-US Privacy Shield wird auch jährlich überprüft. Das wurde letztes Jahr zum ersten Mal überprüft durch die EU-Kommission und es wurde eigentlich für gut empfunden mit ein paar Änderungswünschen, die bis Mai umgesetzt werden sollen. Wir müssen beobachten, wie das bis Mai passiert. Es gibt aber auch Länder, mit denen überhaupt kein Abkommen bestehen. Da lässt das Daten-DSGVO jedenfalls aber auch Standardvertragsklauseln der EU-Kommission zu. Diese kann man mit den jeweiligen Unternehmen versuchen zu vereinbaren. Wichtig ist auch vorher, sobald man Daten ins Ausland übermittelt, muss auch der Betroffene hierüber umfassend informiert werden und es muss eine Einwilligung geholt werden. Okay, eine Frage haben wir hier noch. Ja. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, wenn ich jetzt die drei Punkte der Ausnahme da richtig lese, also meine Frage geht dahingehend, ob ich sie richtig verstanden habe. Mhm. Wenn es jetzt beispielsweise mit diesem Drittland keinen, also dieser erste Punkt, ja, den kann man erfüllen, muss man nicht unbedingt, aber dann ist es notwendig, dass die beiden Punkte 2 und 3 beide erfüllt sind. Genau, ja? Das ist... Also wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, ich... keine Ahnung, meine Daten, die gehen in irgendein Drittland und ich informiere den User darüber, das reicht nicht. Das reicht nicht, ja. Genau, sondern man muss mal, wenn im Prinzip nicht so ein Abkommen wie das EU-US Privacy Shield besteht, da muss man mit demjenigen Unternehmen, mit dem man dort zusammenarbeiten möchte, muss man eine Standardvertragsklausel abschließen. Diese findet man halt auch auf der Seite der Europäischen Kommission, kann man runterladen und denjenigen zuschicken, in der Hoffnung, dass er sich darauf verpflichtet. Es muss aber halt sichergestellt werden, dass das nicht nur eine bloße Absichtserklärung ist, sondern man muss halt auch sicherstellen, dass der Vertragspartner dort dann sein Bestmöglichstes tut, um das, was in dem Vertrag steht, umsetzt. Ah ja, okay, danke. Mhm. Ja. Ja, stellt auch nochmal so eine Verständnisfrage bezüglich diesen vielen Und-Oders. Mhm. Wenn man jetzt mal so eine Art Klammersetzung machen würde, könnte man dann sagen, also entweder Zeile 1 oder Zeile 2, Klammer zu. Mhm. Und auf jeden Fall, egal ob Privacy Shield ja oder nein, die Einwilligung muss dann immer passieren? Oder kann man sagen, wenn Privacy Shield gilt, solange es noch gilt, muss man keinen Betroffenen informieren? Nee, also der Betroffene ist immer zu informieren. Okay. Das ist eines seiner höchsten Rechte, die er hat, neben seinem Löschungsrecht. Er ist immer umfassend zu informieren und es ist für jeden Datenverarbeitungszweck auch die Einwilligung einzuholen. Die DSGVO hätte sogar am liebsten, wenn man jedes Mal schreibt, ich verwende Google Analytics, das kann das, die Daten werden hier gespeichert, das kann für dich bedeuten, dies, das, das, bist du damit einverstanden, Häkchen rein, okay. Dann der nächste Absatz. So hätte es eigentlich die DSGVO. Es möchte den Betroffenen, der, was weiß ich, es könnte Liesje Müller sein, die mit diesen ganzen Vertragsgestaltungen keine besondere Berührungspunkte hat, dass die das versteht. Das ist eigentlich der Zweck. Und wenn jetzt mal gesetzt den Fall, das Privacy Shield geht den Weg von Safe Harbor und würde irgendwann gekippt werden, bleiben dann immer noch die Standardvertragsklauseln übrig als letzter Rettungsanker oder kann man sagen, dann gelten die eigentlich alleine auch nicht mehr? Es ist ja so, diese Standardvertragsklauseln sind ja insbesondere auch für die Länder quasi geschaffen worden, die noch nicht solche Abkommen haben. Sprich, wenn das US Privacy Shield irgendwie auch seinen Untergang findet wie der Safe Harbor und man hat aber mit Google so einen Standardvertragsklausel abgeschlossen, dann ist man darüber immer noch safe, solange sich Google aber halt auch verpflichtet, das weiterhin auch einzuhalten, was dort in den Standardvertragsklauseln steht. Ich würde gerne noch mal ganz kurz was zu der Praxis, also in der gemeinsamen Zusammenarbeit bei Cybert Media hat das relativ große Auswirkungen für uns gehabt. Also erstmal die Erkenntnis, wir müssen für jeden Dienst, der irgendwelche personenbezogenen Daten, das ist auch eine E-Mail-Adresse, hat, müssen wir sowas einführen. Das heißt, wir haben erstmal eine Tabelle gemacht, haben reingeschrieben, welche Dienste benutzen wir denn da alles. Da gibt es einen Dienst für Formulare, WUFU.
da gibt es einen Dienst für Chats, Intercom. Da gibt es einen Dienst für CRM, so und so. Und ich weiß gar nicht, finde so bei 45 Diensten oder sowas gelandet. Ja. Jetzt laufen sie zu diesen 45 Anbietern und sagen, hallo, Standardvertragsklauseln, kannst du mal unterschreiben? So die Hälfte ungefähr hat gesagt, ja, ja, kennen wir schon. Hat uns sozusagen das gezeichnet, zurückgeschickt. Ist die Alina gerade hier im Raum? Also ich weiß gar nicht, also wir haben, glaube ich, immer noch Anbieter, die sozusagen, was? Was wollt ihr von uns? Datenschutz? Ja. Vertragsklauseln? Je kleiner, desto mehr. Gesagt haben, ja klar, eure Daten, die verkaufen wir die ganze Zeit an die Kreditkartengesellschaft XY. Also und die haben auch, ich glaube nicht, dass die irgendwie ein Interesse daran haben, irgendwas mit unseren Daten zu machen. Aber wenn die da irgendwo in Kalifornien sitzen, dann kommt das gerade erst so, dass, und das Problem ist halt, jeder von euch, der im Internet Daten erhebt und dafür, sagen wir mal, moderne Software benutzt, kommt in dieses Thema rein, weil diese Dienste auf irgendeine Art und Weise diese Daten ja speichern und die sich bisher da häufig keine Gedanken drüber gemacht haben, wo steht denn der Server und was gibt es denn da für Anforderungen. Und naja, da sind wir so selber so ein bisschen gewahr geworden, dass die Verantwortung trägt das Unternehmen selbst. Und da kann man zumindest mal sagen, hat Google schon einen sehr guten Stand, die schließen die Standardvertragsklauseln oder zeichnen die auch selber. Und haben zumindest, stimmt nicht? Jein, also ich glaube, wenn man ein ganz großer Fisch ist, würden die das vielleicht machen, aber die wollen das online haben und das ist nach der DSGVO nunmehr auch zulässig. Man kann die Standardvertragsklauseln mit Google auch online abschließen. Ist das richtig? Darf ich das ergänzen? Letztendlich verantwortlich ist der Geschäftsführer. Das definitiv. Die Verantwortlichkeit liegt immer, immer, immer bei demjenigen, der zuerst die Daten sammelt und dann in die Welt verstreut. Das ist richtig. Und ja, zu Ihrer Frage, es ist so, die Standardvertragsklauseln wären auch immer ein Anker, wenn das Privacy Shield untergehen würde. Deswegen empfiehlt es sich, obwohl jetzt auch Google zertifiziert ist unter dem US Privacy Shield, mit Google auch nochmal Standardvertragsklauseln abzuschließen. Genau, und ja, im Übrigen die anderen Voraussetzungen wie Informiertheit und Einwilligung des Betroffenen nicht vergessen. Noch Fragen hierzu? Na gut. Dann gehen wir weiter. Jetzt ist es auch so, wenn wir Cloud-Dienste einsetzen, dann handelt es sich regelmäßig um Auftragsverarbeitung. Denn ich gebe die Daten weiter zu Google, Google speichert sie, Google mag sie auch löschen, wenn wir es in Auftrag geben. Wir sind jedes Mal da in der Auftragsverarbeitung drin. Sprich, es ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Anbieter notwendig. Der Auftragsverarbeitungsvertrag, der soll eigentlich im Prinzip regeln, dass der Auftragnehmer nur nach Weisung des Auftraggebers, also ihn als Geschäftsführer, handelt, dass er sich an die einschlägigen europäischen Datenschutzrechte hält, dass er gewisse technische und organisatorische Maßnahmen geschaffen hat, die gewährleisten, dass das europäische Datenschutzrecht gewährleistet wird. Und der muss dann im Prinzip gegenseitig unterzeichnet werden. Und dann kommen wir auch schon gleichzeitig zu den Service von Google. Google bietet jetzt neben den bereits erwähnten Standardvertragsklauseln auch noch an, den Auftragsverarbeitungsvertrag abzuschließen und hat sich darüber hinaus auch noch divers zertifizieren lassen durch Fremdaudits. Da ist es jetzt aber so, dass Google jetzt nicht Hinz und Kunz ist, wie ich schon gerade sagte, sondern das Ganze passiert online. Das heißt, man kann halt sowohl hier die Standardvertragsklauseln wie auch die Auftragsverarbeitungsverträge online mit denen abschließen. Suchen Sie dazu einfach mal unter Google mit DSGVO und Google Cloud und landen dort. Wichtig ist aber, dass Sie im Prinzip die bezahlten Google Cloud-Dienste nutzen, denn bei den nicht bezahlten Cloud-Diensten ist es so, dass Google da im Prinzip zwar sich nach dem europäischen Datenschutzrecht quasi benimmt, aber dann nicht auf Ihre Weisung achten muss, da es ja dann kein Auftragsverarbeiter von Ihnen ist, sondern Sie sind da in einem kostenlosen Bereich. Und letztes Mal kam zum Schluss noch mal so eine Frage auf, wie ist es denn eigentlich mit den Zugriffsbefugnissen auf öffentliche Stellen im Drittstaat? Da ging es insbesondere um eine Klage des US-Justizministeriums beim US-Supreme Court gegen Microsoft. Dabei sollen E-Mails herausgegeben werden von einem Verdächtigen und diese E-Mails sind halt in Irland gespeichert. Diese Klage wurde von den zwei unteren Instanzen jeweils von abgewiesen und ist deshalb jetzt beim Supreme Court. Es wird zu erwarten sein, im Juni wahrscheinlich wird das Supreme Court entscheiden. Und
soweit es dann im Prinzip Microsoft dazu verpflichten sollte, müsste im Prinzip Microsoft seine Daten, die es in Irland gespeichert hat, an die US-Justizministerium herausgeben. Aber solche Zugriffsbefugnisse sind nicht per se rechtswidrig und schon gar nicht sind Sie damit im Prinzip rechtswidrig, denn es ist so, Sie würden ja jetzt nach wie vor mit dem Datenschutzschild, über dem Datenschutzschild hätten Sie sozusagen gewisse Garantien, dass Sie da mit Google arbeiten dürfen. Zudem hätten Sie vielleicht auch noch die Standardvertragsklauseln. Wir sind hier eher in, ja, sagen wir, in Hoheitsmaßnahmen und da wird man dann im Einzelfall zu prüfen haben, ob es Rechtshilfeabkommen gibt. Wenn das ja, wenn das da ist zwischen Irland und Amerika, ist das überhaupt kein Problem, dass dann im Prinzip die E-Mails rausgegeben werden. Wenn nicht, dann äußert sich die DSGVO zu dieser Problematik nicht explizit. Aber man diskutiert in der Literatur, die Praxis wird es erst noch zeigen müssen, man diskutiert in der Literatur, ob nicht die Rechtfertigungsgründe für europäische Behörden, wie zum Beispiel nationale und öffentliche Sicherheit, dann auch als Maßstab herangezogen werden können, wenn auch Amerika legitime Interessen hat, E-Mails von einem Terrorverdächtigen, E-Mails von einem großen Drogenboss rauszukriegen, denn da geht es ja auch um nationale Interessen. Man würde das dann im Prinzip unter dieser Prämisse wahrscheinlich lösen. Daneben sieht die DSGVO auch noch mal gewisse Ausnahmen in Artikel 49 vor. Der Artikel ist jetzt nicht wichtig, aber dieser Artikel 49 sagt, in Staaten, wo ich überhaupt keinen Vertrag mit habe, also keinen Privacy Shield Vertrag, wo aber auch keine Standardvertragsklauseln mit abgeschlossen sind, können unter Umständen auch Daten übermittelt werden, zum Beispiel zu Ausübung von Rechtsansprüchen. Diese Rechtsansprüche sind nicht nur vertragliche, sondern halt auch hoheitliche Rechtsansprüche wie Strafverfolgung. Unter der Prämisse könnte man das noch subsumieren oder aber es erwähnt halt auch Notfallübermittlungen, sprich ich werde durch US-Recht als Firma von dem US-Ministerium im Prinzip belangt und es droht mir eine unheimlich lange Haftstrafe. Auf der anderen Seite muss ich aber auch das EU-Recht beachten, das sagt, bitte gib die Daten nicht raus. Dann habe ich sozusagen als betroffenes Unternehmen unter dieser Notfallklausel auch nochmal einen Rechtfertigungsgrund, dann mal gelegentlich eine Information über einen Betroffenen rauszugeben. Das greift aber halt wirklich alles nur, soweit halt diese Herausgabeverlangen halt nach dem US-Recht denkbar sind. Das heißt, es muss sich auf den Patriot Act stützen oder dieses Verlangen muss sich auf das amerikanische Strafrecht stützen. Soweit es sich darauf stützt, könnten halt etwaige Herausgaben durch eine Notfallübermittlung gedeckt sein. Und wichtig ist auch zu wissen, sobald es darum geht, dass öffentliche Stellen von Drittstaaten Zugriff haben, es gilt der Vorrang des Unionsrechts. Das heißt, es kann jetzt nicht eine deutsche Behörde hingehen und auf Sie zukommen, sondern die deutsche Behörde muss sich als Vorderstes an die Kommission wenden und sagen, hey, pass mal auf, jetzt hier über den Teich, da ist es so, Herr Trump greift massiv auf Daten zu, das ist alles nicht mehr von diesen ganzen Paragraphen, die ich jetzt hier gerade so ein bisschen erläutert habe, gedeckt. Bitte sieh zu, dass du dieses Privacy Shield einfach jetzt sozusagen wieder kündigst. Und als äußerstes Notfall ist es so, dass es sich dann an das EuGH wenden muss, der dann wie bei Safe Harbor eine Entscheidung darüber treffen muss, dass im Prinzip die Garantien, die dort in diesem Privacy Shield gemacht wurden, durch US-amerikanische Behörden nicht mehr eingehalten wird. Genau. Ja. Oh. Frage ganz kurz stellen. Ja. Eigentlich heißt diese Folie, sagt mir jetzt, wenn ich Unternehmer bin und ich Angst habe, dass durch amerikanische Rechtsprechung jetzt Daten von mir durch Google, darum geht es ja heute, an die amerikanische Regierung übergeben werden, dann brauche ich mich als Unternehmer nicht davor zu fürchten, dass ich dafür belangt werde. Nee, zuvorderst dich, denn es ist so, wir haben allein schon für die europäischen Behörden diese Interessen wie nationale oder öffentliche Sicherheit, es kennt halt auch Strafverfolgung, man wird das halt auch unter dieser Prämisse messen. Also bin ich erstmal nicht per se und schon gar nicht direkt anzugehen. Erst wenn im Prinzip, ich würde mal sagen, erst wenn das Angemessenheitsschild, also dieses Datenschutzschild wegfällt, erst wenn die Standardsvertragsklauseln nicht mehr gelten und ich immer noch zu Google Daten transferiere, bin ich verantwortlich. Und es ist jetzt in dem Fall auch so, dass jetzt nicht das US-Justizministerium ein Sammelsurium von Daten möchte, sondern es geht hier in diesem Fall um eine bestimmte Person, die halt verdächtig ist, Straftaten begangen zu haben. Das heißt, man wird nicht befürchten müssen, dass jetzt das
US-Ministerium, denn es stehen ja hier transatlantische Wirtschaftsbeziehungen in Frage, dass es einfach losgelöst eine Menge an Daten sammeln wird, sondern immer fallbezogen. Das heißt aber auch, dass ich datenschutzrechtlich als Unternehmer eigentlich nur dann auf der sicheren Seite bin, wenn ich tatsächlich bei Google auch diesen kostenpflichtigen Dienst einkaufe, weil ich ansonsten ja weder die Daten, wenn dann der Datenschutzschild wegfällt und auch die Standardvertragsklausel nicht habe. Genau, ja. Sobald nämlich halt irgendwann das Datenschutzschild wegfallen sollte und ich habe keinen Auftragsverarbeitungsvertrag mit denen geschlossen, weil der durch Google nur bei Zahldiensten angewendet wird, müsste ich meine Sachen bei Google alle kündigen, beziehungsweise auch nicht nur bei Google, sondern auch wenn ich eine Fanpage auf Facebook oder auf LinkedIn unterhalte, müsste man das auch überdenken, denn das, was gegen Microsoft passieren kann, kann gegen Google, gegen LinkedIn, gegen Facebook und alle anderen Silicon Valley-Unternehmen genauso passieren. Ja. Jetzt haben wir ja gehört, dass wir bei 125.000 Klicks kostenfrei sind und dann ab den 126.000 wird es kostenpflichtig. Mhm. Wie greift denn da jetzt das Gesetz? Also die Regel bis 125 ist nicht rechtlich abgedeckt und danach rechtlich abgedeckt? Wie ich schon vorhin sagte, Google ist dadurch, dass es halt auch in Europa operiert, den Datenschutzregeln unterworfen. Das heißt, Google hat sich aber jetzt auch schon mit den europäischen Datenschutzgesetzen, mit der DSGVO compliant erklärt. Das heißt, die haben im Prinzip ihre Verarbeitungstechniken auf die neue DSGVO umgestellt. Und dann ist es tatsächlich so, dass wenn ich jetzt Firebase zum Beispiel nutze und ich weiß, ich bin noch in dem kostenlosen Bereich, muss ich meinen Betroffenen darüber aufklären, Achtung, ich nutze Firebase kennt das, deine Daten werden da gespeichert. Dabei ist es möglich, dass die US-amerikanische Regierung deine Daten mal raushaben möchte, weil du eventuell ein Verdächtiger im Rahmen eines Strafverfahrens bist. Bist du damit einverstanden? Bist man immer noch safe damit? Geht nicht, oder? Doch, ja, geht. Ja. So, jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein G Suite-Nutzer und habe logischerweise meine kompletten Kontakte, die ich so geschäftlich und privat habe, in meinem Adressbuch drin. Mhm. Jetzt müsste ich dann ja rein theoretisch jeden aus meinem Adressbuch informieren, Achtung, deine Daten habe ich bösewicht jetzt dann bei Google auf amerikanischen Servern. Bist du dann damit einverstanden oder muss ich dich auf ewig löschen? So, wenn Sie jetzt Unternehmer sind, dann möchte es die DSGVO so. Ja. Es soll nämlich, sobald man keine Einwilligung bisher hatte, soll man ab dem 25. Mai gefälligst Einwilligung einholen. Da kann ich ja vielleicht nochmal was aus unserer praktischen Diskussion preisgeben. Wir haben uns genau sozusagen damit beschäftigt. Also in unserem CRM-System sind, ich glaube, 38.000 Kontakte gespeichert. Und dann fragte der Wiki, ja, bei wem habt ihr denn hier eine explizite Zustimmung? Ja, das ist immer so, was heißt denn explizit? Ja, also so am besten mit einer Unterschrift, so auf Papier. Ja, das weiß ich. Also wie viel wir mit Unterschrift auf Papier haben, weiß ich. Aus dem Kopf. Was wir jetzt konkret planen, ist, dass wir, sobald jemand in unserem CRM-System, das ist sozusagen unser zentrales System, in dem wir alle Kundendaten speichern, also wenn ihr jetzt eine Rechnung von Cybert Media bekommt, weil das zum Beispiel hier eine Veranstaltung wäre, für ihr Geld bezahlen müsstet, dann würden wir aus diesem Rechnungserstellungssystem eure Daten in das CRM-System speichern. Also das ist quasi, da kommen alle Daten hin. Zumindest ist die Hoffnung, dass wir da alle Daten gespeichert haben. Gehen wir davon aus, das sei so. Dann würden wir alle Kontakte, insofern viele von euch sind da vielleicht auch mit dabei, anschreiben im Mai und sagen, hallo, wir haben ja eure Daten gespeichert. Ihr könnt ja jetzt sagen, ich stimme zu, dass ihr das weitermachen dürft. Ihr solltet jetzt löschen. Ihr schränke das so und so ein. Sozusagen, wie genau jetzt sozusagen diese Abstufung zwischen die Stimme zu und lösch die sein werden, ist noch sozusagen auszuarbeiten. Aber konkret werden wir mindestens mal bei allen neuen und vermutlich auch bei allen bestehenden Kontakten eine E-Mail an denen schicken und sagen, guck mal hier, Informationen, hier alles nachlesbar, natürlich ist Deutsch und so weiter, da Formulare WUFU, da Google Analytics, da Intercom-Chats, da so und so und das sind die Firmen, das sind deren Bedingungen, so und so arbeiten wir damit.
willst du? Und die Hoffnung ist, dass die dann drücken, jawohl, ist okay. Und was zum Beispiel eine große Diskussion gerade ist, ist, was heißt denn Zustimmung? Also, was ist denn jetzt eine Zustimmung? Ist das ein, technisch wird da häufig von Opt-in und Opt-out. Okay, alles klar. Ich habe gerade hier die Zeit. Ja, ja. Ja, bitte. Okay. Das ist ein spannendes Thema. Definitiv, ja. Also es bewegt die Welt gerade, ja. Frage, das betrifft ja jetzt letztendlich Dokumente, ob es jetzt Textverarbeitung ist oder Tabellen und so weiter. Mhm. Wie verhält sich das mit Bildern? Das heißt, es gibt ja Google Fotos, da gibt es ja auch eine Bezahloption, es gibt eine kostenlose Version. Mhm. Wenn ich jetzt bin Fotograf und schreibe in die Bilder dementsprechend Caption rein, das heißt also Beschriftung, wer ist wo drauf, mit entsprechenden Hintergründen dazu. Mhm. Inwieweit betrifft das dann diese Datenschutzverordnung? Definitiv, und es ist zu beachten, es kommt jetzt nicht nur die DSGVO, sondern es kommt auch noch die E-Privacy-Verordnung, gleichzeitig ist es vom 25. Mai, spätestens darunter ist es gefasst. Und man müsste halt auch, wenn man Fotos abspeichert, die Einwilligung der Betroffenen einholen, weil das ist, man hat nämlich auch ein Recht am Bild. Das ist genauso ein hochwertiges Recht oder hohes Recht wie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, was Datenschutzrecht ist. Mhm. Wir werden gleich noch einen Informationstisch dazu machen. Also ihr habt dann die Möglichkeit, das noch im Detail sozusagen weiter zu diskutieren. Wir haben jetzt noch zwei letzte Fragen kurz. So, was mich dazu interessieren würde, was passiert denn konkret, wenn man jetzt aus Unwissenheit, Bequemheit, sonst was, oder man hat gar keine Rückläufe bekommen, wenn man das jetzt nicht hinbekommt, dass jetzt die Einwilligung vorliegt und man sie nicht löscht und man wird dann irgendwie erwischt durch irgendeine Aufsichtsbehörde, also, keine Ahnung, was passiert. Wir müssen sehen, wie die Praxis wird. Das Gesetz sieht vor Bußgelder in Höhe bis zu 20 Millionen oder 4% des Jahresumsatzes, weltweiten Jahresumsatzes. Es sieht auch mittlerweile vor Schadensersatzansprüche der Betroffenen, das heißt, bevor jetzt sich wahrscheinlich die völlig überforderte Datenschutzbehörde an Sie wendet, werden sich schon wahrscheinlich 1000 Abmahner an Sie wenden. Das wird wahrscheinlich eher das Problem sein. Ja, ich wollte nur mal anknüpfen hier zu der Einwilligung, in welcher Form die dann stattfinden muss. Mhm. Genügt das ein Klick auf dem Board oder schriftlich irgendwie unterschreiben? Also zur Einwilligung, die geht Gott sei Dank nach der DSGVO auch online. Die Erwägungsgründe sagen, vorausgewählte Kästchen zählen aber nicht. Das heißt, ich muss dem wirklich eine Option geben, möchte ich es, klicke rein und drücke auf OK. So soll es eigentlich ausgeschaltet sein. Und wenn man ganz safe fahren will, macht man das sogar mit Doppel-Opt-in. Und das gilt zumindest auf jeden Fall für Newsletter. Okay, dann herzlichen Dank, Vicky. Gerne.